So, herzlich willkommen aus dem Diersporter Wald in Wesel. Wir laufen heute eine kleine 6,5 Kilometer Runde und nehmen euch ein bisschen mit. Nördlich der Stadt Wesel lädt das Naherholungsgebiet Diersporter Wald zu Spaziergängen, Naturbeobachtungen und Radtouren ein. Das gesamte Gebiet besteht aus eiszeitlichen Sanddünen, die zu weiten Teilen mit alten, knorrigen Eichen, Rotbuchen und Waldkiefern bewachsen sind. Eingestreut sind kleine Moor- und Heideflächen, die von seltenen Tier- und Pflanzenarten besiedelt werden. Das Naturschutzgebiet Diersforter Wald ist der größte zusammenhängende bodensaure Eichenwald Nordrhein-Westfalens, in dem die größte Population der sonst seltenen Hirschkäfer zu finden ist. Links und rechts des Weges kann man die Tier- und Pflanzenwelt des großen Feens beobachten. Interessante, immer wieder andere Begegnungen mit der Natur sind hier zu allen Jahreszeiten möglich. Der Begriff Feen bezeichnet einen moorigen bis sumpfigen Lebensraum. Neben vielen Libellenarten nutzt auch der Moorfrosch die sauren Gewässer zur Fortpflanzung. An und in Moorgewässern wachsen nur wenige, allerdings hochspezialisierte Pflanzenarten. Wichtigste Vertreter sind dabei die Torfmoose. Sie säuern das Gewässer an, nehmen Nährstoffe aus ihrer Umgebung auf und behindern somit das Wachstum von Konkurrenten. Die Schlossherren von Diersfort ließen im Jahr 1850 ein 1800 Hektar großes Wildgatter für die Jagd errichten. In dem heute noch 350 Hektar großen Gehege leben Rothirsch, Dammhirsch und Wildschweine. Mit etwas Glück und Geduld kann man die scheuen Tiere beobachten. Durch eiszeitliche Ablagerungen entstanden im Diersforter Wald ein sandiger, nährstoffarmer Boden. Mit diesem kargen Boden kommen nur wenige Baumarten zurecht, daher dominiert auf knapp der Hälfte der Fläche die Stieleiche. Die Kiefernbestände zeugen von einer späteren Aufforstung der Flächen, um den hohen Holzbedarf früherer Zeiten zu decken. Eine Frage an die Zuschauer. Wir sind jetzt in vielen YouTube-Videos auf diese Judas-Ohrpilze gestoßen. Ich glaube, wir haben welche gefunden. Wir filmen mal und ihr schreibt unten in die Kommentare, ob das das ist oder ob es was ganz anderes ist. Thank you.
So, unsere Runde hier im Diersforter Wald ist fast zu Ende. Waren dann insgesamt laut Ausschilderung 6,5 Kilometer. Eine sehr schöne Runde. Viele verschiedene Hölzer hier, viele Sturmschäden, muss man aber auch sagen. Also sehr viele umgekippte Bäume. Trotzdem auf jeden Fall ein Ausflug wert. Wir haben die Runde jetzt hier mit den Kindern gedreht. Für so einen Spaziergang lohnt sich der Ausflug hierhin auf jeden Fall mal. Ja, damit verabschieden wir uns hier aus dem Diersforter Wald. Wir starten jetzt quasi so ins Wochenende, werden gleich nach Hause fahren, ein bisschen aufwärmen, weil es doch ziemlich frisch hier auch ist. Wenn euch unser kurzes Video, unser Ausflug hier gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, gerne ein Abo, aktiviert die Glocke, wenn ihr Bock habt, damit ihr nichts verpasst, was in Zukunft so auf unserem Kanal passiert. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, uns zu verfolgen. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.